Also wo man sieht, wie man was runtergibt und so, das nervt mich ja schon. Was meinst du? Wenn das so über einen halben Bildschirm ist. Was meinst du, wie man runtergibt? Ja, das links oben, die ganzen Info, wie man was anschaltet und so. Das ist über einen halben Bildschirm manchmal. Ja. Aber ja, das ist nicht immer. Das ist etwas, was mich zum Beispiel stört. Mhm. Gut, das ist ja nicht immer. Das verschwindet ja dann. Klar. Das verschwindet nur, wenn du es wegdrückst. Das kann man gar nicht wegdrücken eigentlich. Na sicher, mit der Fans. Upsi. So, und ich möchte jetzt aber die Kurse da sehen. So. Wieso macht er nichts? Okay, der Drescher scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Er zerstört mir ein bisschen das Feld, aber es laufen die Prozente nicht hoch. Wenn ich das abernte. Alter. Nein. Sag nicht, das ist so jetzt. Damit ich richtig gibt's, kann ich auch mal schon kommen. Bam, bam, bam. Jupp. Die Prozentanzeige geht nicht hoch. Ja, trischt ja auch nicht. Na, bewegen tut er sich aber das vorne. Ja, bewegen, aber er tut er nicht ansaugen, das ist ja. Da passt du die Pflanzen drüber. Der sollte das aber können. Oder muss man da irgendwas machen noch mit dem? Dass man irgendwas vielleicht beim Händler noch umändern muss? Warte, warum fährt er jetzt nicht weiter? Ah, okay, weil ich es heben muss. Hm. Weil von den Spezifikationen her sollte es können. So, auf jeden Fall Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Farming Simulator der 70er. No, anscheinend nicht. Wo ich einem Desaster entgegensteuere.
Warte, wo fahre ich hin? Anders räumt das nicht auf. Ich wüsste aber nicht, was. Ich habe Reifenvariante. Ich habe zusätzliche Abdeckung, ja oder nein? Die Abdeckung kann es aber nicht sein. Ich habe einen Aufklebertyp, alt oder neu? Ich glaube, der hat dich verarscht. Und ich habe Vorgewendemanagement. Ich habe GPS. Aber können du das laut Beschreibung? Aber ob die Beschreibung stimmt, ist die Frage. Weg gefunden, na. Scheiße, Alter. Jetzt kann ich mit den ganzen Feldern nichts machen. Ich habe jetzt einmal geschaut, ob vielleicht liegt es an einem Aufkleber. Weil. Aufkleber liegen. Naja, bei dem einen Traktor hast du nach einem Aufkleber die PS. Zum Beispiel. Aufkleber? Ja, das heißt alter Aufkleber und so weiter. Welchen hast du das? Hm? Welchen hast du das? Bei dem roten. Dass du je nach Aufkleberart. Es gibt überhaupt keinen roten PS. Traktor in dem Spiel. Rot? Okay, warte mal. Ich schau zuerst einmal da kurz. Ich bin jetzt leicht nervös, nämlich. Bei dem Roten. Nein, es funktioniert nicht. Scheiße, Alter. Hätte mich auch gewundert, was an meinem Aufkleber liegt. Und bitte, ich habe einen roten Traktor. Ja, eh, aber es sind also, alle rot im Shop. Der Case ist das. 946 alter Aufkleber. Und wenn du andere Aufkleber drauf gibst? Aber da steht darüber Motorausführung, der heißt nur so. Ach so. Oh, da musst cheaten. Was soll man machen? Darf ich? Na, musst. Wie willst du sonst machen? Hm. Der Cheater. Ist halt ein Cheater.
So. Jetzt muss ich bald wieder Saatgut nachkaufen. Nächstes Jahr. Das geht sich sonst fix nicht aus, oder? Wenn ich nur wüsste, wie groß ich das Schneidewerk kaufe und da. Du. Das ist das Kleinste, hätte ich gesagt. Das schaut aber eh ein bisschen alt aus, auch. Ein bisschen älter. Typisch, dass der im Weg steht. 3 Meter, 3 Meter, 4,9, 4,7. Gut. Kannst du meine rechte Schule wegnehmen? Bitte? Kannst du meine rechte Schule wegnehmen? Ja, gleich, gleich. Und dann verkaufe ich die Mitresche. Warte, was ist jetzt los? Soll ich das jetzt nur für die eine Ernte so machen oder soll ich das jetzt einfach behalten? Würde ich schon sagen, oder? Okay. Das heißt, das war ein einmaliges Vergnügen mit den Sonnenblumen quasi. Müssen wir uns dann überlegen, ab wann wir Sonnenblumen machen können dann. Wenn der Drescher kommt, oder? Hätte ich gesagt. Hm. Ich glaube, es sind die 80er, oder? Weiß ich nicht. 2005. Bitte? 2005 der eine. 2005 erst? 2020, 2021. Bist du der Bruder da? 1984. Der andere? Ah, 1984, okay. Und der andere weiß ich nicht. Musst du nur nachschauen. Im Forum, stimmt's? Nein, auch da. Kannst du nachschauen. Also im Forum, bei dem, was nicht steht, aber bei dem 1984 steht's dabei zum Beispiel. 2015, 2020. Ja, weil sich nicht drum gekümmert hast. Ich war wieder der Einzige, der sich drum gekümmert hat. Du bist so super. Ich habe nur auf meine eigenen Bedürfnisse geschaut. Was hast du geschaut? Eh nur auf meine eigenen Bedürfnisse. Was soll denn, wo man ja nicht geschaut? Bin ich ehrlich. Ich hoffe, der packt das überhaupt. Der fährt jetzt nur noch 5 km/h, wenn er das Schneidwerk oben hat. Hast du dir nur das Schneidwerk jetzt gekauft? Ja. Ja gut, von hier aus kannst du das behalten. Ja, nicht so. Ich dachte, du kaufst vielleicht einen passenden Drescher dazu. Könnte ich also, mir, glaube ich, mitten. Nicht leisten. Habe ich mal gedacht, eigentlich. Welcher werden das überhaupt? Gut, das ist der Urwertverlust auch. Na gut.
Ja, aber jetzt, sonst. Ah, jetzt fahr er. Nein, ich habe da einfach ein Schneidewerk drauf gehabt. Okay. Kann ich mir natürlich dann gerne wieder verkaufen, also. Ja, von was? Jetzt hast du dich auf das eingestellt und das soll ein Blumen. Zeit würde ich halt irgendwo forschen. Ah ja, sorry. Sonst hängen wir jetzt da ewig im Dunkeln. In Echtzeit. Ich hätte gern Licht wieder. Dann drück auf L. Aber irgendwas funktioniert da heute generell nicht gut. Die fahren irgendwie in Zeitlupe weg. So, dass wenn alles ruckeln wird. Also so. Also das Gefühl habe ich auch, dass die Verbindung halt schlecht ist. Mhm. Das liegt aber diesmal an dir. Du bist der Ost. Ja. Ich werde vielleicht noch mehr aussteigen und einsteigen. Vielleicht nutzt das was. Ich mach das kurz einmal. Ja. Weil das ist ja. Ich speichere mal. Ich habe gemerkt, wie ich die Drescher verkauft habe, hat sich irgendwas leicht aufgehängt. Vielleicht hat sich das dann fortgesetzt. So, liebe Leute, wir sind wieder zurück nach einem kleinen technischen Problem. Läuft es jetzt wieder? Wirklich? Es ruckelt nicht mehr. Es ruckelt nicht mehr. Weil noch bist du nicht am Server. Das ist auch fehlen, oder? Wenn es jetzt schon ruckelt, dann bei dir. Sollte das nicht sein. So, suchen wir mal die Liste. Weißt du noch, wo wir stehen geblieben sind? Mhm. Juju nie wiedersehen. Wie bitte? Juju nie wiedersehen. Also Juju.
Ah ja, habe ich. Das heißt, dort starten wir. Ready? Ready. Braucht sowieso immer länger. Warum nicht? Sie will mich nie wieder sehen, obwohl sie mich noch nie gesehen hat. Passiert. Ha? Passiert manchmal. Okay. Na gut. So, falls ihr es nicht gehört habt, iEnding und ich haben sich darauf geeinigt, dieses Schneidewerk darf ich behalten. Ist quasi nur halb gecheatet. Cheated ist cheated. Cheated ist cheated. Hast dann Cheats gut. Na laut. Ich würde mir gerne 100.000 da cheaten. Du. Der andere Hof hat 800, ich glaube, es fällt nicht auf. Jetzt bin ich aber planlos. Warum? Wie ich jetzt weiter tue. Ernten. Ja, ist du hier. Was willst du denn für einen Plan haben? Hast du nur mit einem Drescher jetzt? Jetzt trotzdem nicht schneller. Genau. Erntezeitraum ist dann, wann hier Anbauzeitraum ist. So, das ist sicher wieder die falsche. Habe ich mir gedacht. Schon was ich machen wollte. No.
kannst meine rechte Organisation nur wegnehmen. Ah ja, sorry. Jetzt siehst du bald wieder das Zoom. Ja, geh dich auf. So. Where are you? Oder? Ja? Mein Name? Oder? Ich habe mich mit dem Traktor gerade eingegraben. Eingegraben? Ja! Das wollte ich sehen. Wo bist du? 51er Feld. Das ist einfach, der hat sich einfach abgesenkt. Schau. Oder? Ich fahre dich retour, er fährt nach vorne. Oder? Ist das geil? Ich meine, ich weiß, dass es sowas gibt, aber haben wir das eingestellt? Ich nicht. Aber schau mal, wenn ich ihn so hinstelle, ist er wieder eingesunken. Ich stelle mal wieder weiter rein ins Feld. Hier nicht. Ins Feld. Überall am Feld ist er dann so? Anscheinend. Da viel Spaß. Na, Alter, was ist noch alles jetzt? Ich habe jetzt hab ich einen Traktor in der Nähe, warte mal. Warte mal, ich komme mal vorbei. Das ist interessant, ob ich auch ansink. Mhm. Weil ich weiß, dieses Feature gibt es, aber schau mal, der ist jetzt da auch eingesunken. Ich fing da nicht an. Nein, Alter. Schau, der Traktor ist da auch eingesunken. Dass das eher am Traktor liegt und nicht am. Aber mit dem habe ich schon Sachen gemacht. Hat er dann ein Update? Weiß ich nicht. Na, Lamin, der hat einfach alles geupdatet und zu wissen, was updatet. Naja, was muss, muss. Na, müssen tust du nicht. Oder weil er noch kein Update hat. Ich habe alles updatet, was möglich war. Das ist ja, oder weil er noch kein Update hat. Aber der war ja vorher nicht so. Ja, aber dazwischen kam ja wieder ein NS-Update. Haben wir erst vor einer Woche oder so eins.
Das Feld habe ich gekauft eigentlich. Hm? Schau, ich das Feld nicht einmal gekauft habe, was ich. Allein, so wird man sabotiert, oder von den eigenen Sachen. Das war so. Das war so. Ich würde halt interessieren, ob du mit einem anderen Traktor auch. Das probiere ich jetzt gerade. Einziges. Ich glaube, mein Tank gefunden. Aber das war augenblicklich. Ich bin schon ein bisschen am Feld gefahren, auf einmal wupp eingesunken. Na, der sinkt nicht dann. Will ich beobachten. Ja. Auch vielleicht, dass das von Feld zu Feld vielleicht und auch unterschiedlich ist. Passt. Man darf nicht einfach so ansinken. Das. Ich meine, ich weiß, dass es diesen Mod gibt, aber. Aber kurios. Sonst würde ich mich nach einem neuen Traktor umschauen, würde ich sagen. Nein. Thank you.
Also Dukl hat es nicht lange gemacht, ha? Was? Tuchel hat es nicht lange gemacht. Ja. War da eigentlich. Na gut, viel länger als die Vorgänger auch nicht. Also viel kürzer. Ja. Trotzdem fand ich die Entscheidung dumm. Aber. Weil sie den Trainer keine Zeit gegeben haben, wieder mal. Sie haben die Wahrheit nicht verhaftet. Das kann auch was sein. Kimmich ist ein Unruheherd dieser Mannschaft. Mhm. Das ist. Das Beispiel jetzt. Ja. Ja. Ich finde, dass die Bayern-Truppe generell nicht mehr die Bayern-Truppe ist wie früher. Und Sané ist ein Mimimi geworden, genauso wie Gnabry. Mhm. Müller ist zu alt einfach schon. Das ist halt. Ja. Sie haben sich alle aufgeregt, dass De Ligt nicht spielt. Beste Innenverteidiger geholt und er spielt nicht unter Tuchel. Tuchel hat ihn spielen lassen, 3-2 gegen Bochum verloren. Gratulation. Hat er viel geholfen. Neue Ausrede? Ja, der hat keine Ansatzminuten bis jetzt viele gehabt. Wie soll er sich da einspielen, die Mannschaft? Tja. Passt. Läuft. Ja. Trotzdem, also, jetzt so aus meiner, hätte ich ihn rausgeschmissen mit sofortiger Wirkung. Mhm. Wenn ich ihn schon rausschmeiße. Weil, stell jetzt nur im schlimmsten Fall vor, Leverkusen verkackt das wirklich, was ich nicht glaube jetzt, aber. Und Bayern aber wird doch noch Meister. Mhm. Also Champions League können sie noch weiterkommen. 1-0 ist nicht viel. Eben. Und wer war's? Ein Champions League Gewinner mit Trainer, der geht. Trotzdem halte ich daran fest, einmal möchte ich ins Bayern-Stadion. Ja. So ein Champions-League-Spiel oder so gleich wenn. Drunter mache ich das nicht. Oh, wohl so ein cooles Bundesliga-Spiel, was ich auch nicht so schlecht. So gegen Leipzig oder so. Leipzig jetzt vielleicht nicht, aber. Aber ich warte, ich finde Tuchel einen richtig guten Trainer. Ja, zwar eine eigene Art, aber die ist auch nicht so schlecht, finde ich. Die ist halt sehr direkt, aber. Weißt du, das vertragen manche Bayern-Stars nicht. Er hat schon viel recht, was er sagt. Ich glaube halt, dass die Lazio-Ansprache den Höhepunkt gegeben hat, warum es dann intern eigentlich so jetzt gelöst wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast von der Lazio, also von der Endansprache. Irgendwas hat er gesagt, was ihnen nicht passt hat. Er ist in die Kabine gegangen, hat gesagt, jetzt habe ich es endlich gesehen. Wir spielen hier keinen Profifußball anscheinend mehr. Dann brauche ich mich jetzt auch nicht mehr bemühen beim Training, dann werden wir schauen. Vielleicht mache ich jetzt eine Woche ein bisschen, machen wir ein Match halt oder sowas. Weil diesen
Drittliga-Fußball kann ich auch woanders machen. Ich brauche jetzt nicht die Bayern trainieren. Dann ist er rausgegangen. Bayern hat aber, kann auch ein Weckruf sein. Ich finde es Bayern hart und richtig. Du, wenn man sich das Lazio-Spiel anschaut oder das gegen Leverkusen, was soll der machen? Du siehst, der Coach da von draußen richtig, wie emotional. Also das kann ja nicht geschauspielert haben, was ich meine. Mhm. Das kann nicht das, was sie die ganze Woche lang trainieren. Und der Müller ist auch ein korrekter Kerl. Achso? Ja. Und selbst der sagt, im Training läuft's und im Spiel nicht. Mhm. Ich wünsche mir jetzt einen Tuchel dann bei Liverpool. Bitte? Ich wünsche mir einen Tuchel jetzt dann bei Liverpool. Weil der Alonso wird jetzt sicher zu Bayern gehen. Ich war das mal eine große Hoffnung für Liverpool, aber... Wobei der hat ja auch nicht wirklich große Erfahrung. Aber er hat Leverkusen seine Spitze gebracht. Das muss man schon lassen. Ja. Da hat sie vom Keller eigentlich... Kann man sagen, jetzt in den Meistertitel geschossen. Das ist schon eine beachtliche Serie. Aber dann trotzdem aber bereit ist, so solche großen Egos zu übernehmen, sag ich mal. Weißt du, wie ich meine? Das wird man dann sehen, aber. Aber ich glaube, er geht eh zu den Bayern, also ist das eh wurscht. Gespannt, was Real jetzt dann macht. Wegen Mbappé? Mhm. Mbappé Stammposition ist links außen, Vinicius spielt auch links außen. Ich finde, beide wären für den Stürmer viel zu schade. Ob da einer nach rechts auswandert auf die Seite? Ich weiß auch nicht, warum da so ein Geheimnis draus gemacht wird. Ich finde halt auch trotzdem, dass er überbezahlt ist. Er ist ein guter Spieler, aber ist er wirklich so viel wert, weißt du, was ich meine? Ist halt schon ein starker Spieler, ja. Ob er so viel wert ist, weiß ich. Wenn man es zahlt. Das eh, so wie viele sagen, sie kritisieren, er kriegt das bei Real zu viel. Ja? Real hat das aber intelligent gemacht. Stell dir vor, du müsstest zu deiner Ablöse zahlen. Was soll man? Mhm. Die ganze Ablöse, die du quasi nicht zahlst, seien das jetzt, sagen wir, 200 Millionen. Mhm. Ja, würde ich jetzt sagen, 200 Millionen hätten die jetzt Ruhe transferiert. Mhm. So sparen sich die 200 Millionen. Sagen wir, der kriegt 40 im Jahr oder 50, 60. Mhm. Haben die den 3 Jahre schon bezahlt? Ja. Also das heißt, da kann man schon mit dem Gehalt dann spielen. Eh. Aber ist der gerade so ein Club, der so verschuldet ist auch? Aber ich muss sagen, Real wirtschaftet schon die letzten paar Jahre sehr gut. Bei den letzten über 60 Millionen haben sie vor 4 Jahren geholt. Oder ist das Barca, die nicht zu Hause halten? Barca? Barca ist hoch verschuldet. Die sind ja... Die Stadt ja wahrscheinlich jetzt wirklich. Die müssen ja Lewandowski loswerden. Ja, habe ich gelesen. Ja, das sind zu teuer schon. Habe ich das richtig gelesen, dass Messi wieder zu PSG zurückkommt? Nein. Oder nur zum Training? Das habe ich überhaupt irgendwie nicht. Aber zurück geht er nicht. Ich sage, er will nämlich nicht mehr nach Europa, als ich denke. Da wird schon was dran. Stimmen. Aber weißt du, diese ganze Geheimnistour, also geht Mbappé zu Real oder nicht? Weißt du, das ist so ein Scheiß, oder? Ja, geht's fix. Na sicher, wo soll er sonst hingehen?
Es gibt vielleicht einfach einen, sich den dann leisten können, weißt du? Ja. Das waren die Bayern holen ihn aber fix nicht. Das war in Liverpool. Sie holen den auch fix nicht. Und ein Klopp hat schon eine eigene Meinung über sowas. Gut, Klopp ist aber nicht mehr drinnen dann. Ja, aber die müssten das jetzt entscheiden. Ja, stimmt. Und ansonsten City vielleicht noch, aber ein Guardiola darf sich versagen. Der Rene Hallens und gibt es für sein selbst mal. Wir sehen, Girona wird ihn holen. Dort würde er wahrscheinlich nicht hingehen, weil er dann keine Champions League spielt. Sind die nicht berechtigt? Nein. Weil sie den selben Clubbesitzer haben wie Manchester City, sie gehören der City Group an. Oh fuck, ja. Und du darfst nur einen pro. Sei ich bitter. Spielen so erfolgreich, könnten Champions League kommen und dann. Ich meine, ich habe eh gesagt, da gibt es sicher dann irgendwie eine. Wir finden da schon sicher irgendeinen Weg, natürlich dazu kommen sollten. Ich glaube nicht, dass sie auf diesen Platz verzichten werden. Die Frage ist halt, ob das jetzt noch so kurzfristig änderbar ist. Mhm. Das Thema war ja auch ganz am Anfang, wie Leipzig aufgestiegen ist. Aber bei Leipzig ist ja quasi nicht als Eigentümer direkt einer, sondern es ist, die haben das irgendwie gesplittet. Mhm. Das ist ein Tochterunternehmen quasi Leipziger gehört. Und der Hauptsponsor ist halt Red Bull. Mhm. Ich sage dann so, irgendwas werden sich die auch schon einfallen lassen. Aber wo sind denn auch Sponsor? Welcher Mannschaft, ja, die in der Champions League spielt? Manchester City. Red Bull? Leipzig? Nein, Red Bull Leipzig. Bull. Ja gut. Ja, stimmt, Salzburg spielt auch Champions, ja, League. Ab und zu. Die letzten 3 Jahre. Aber fast in die Gruppenphase. Was für die Gruppenphase? Die letzten 3 Jahre haben sie Gruppenphase gespielt. Ja, Gruppenphase, aber dann nicht weiter. Gut, aber Gruppenphase ist ja vor, dass man in einer Gruppenphase spielt. Also ich glaube, wir brauchen damit unsere Vereine gar nicht mitreden. Wir sind froh, wenn unsere irgendwo in einer Gruppenphase spielen. Ja, eh. Aber trotzdem, so viele Millionen, wie sie haben, erwarte ich mir eigentlich schon, dass sie mal weiterkommen. Aber das wird ja nicht reingesteckt. Das ist es ja. Das ist wirklich nur ein Ausbildungsverein. Das ist eine Diskussion, die ich zum Beispiel auch mit Dominik nicht führen könnte. Ich find gut, wie die arbeiten, Red Bull, ja. Aber trotzdem könnte es in den nächsten 10, 15 Jahren einen Sturm, eine Austria, einen Rapid auch nie nachmachen. Was meinst du mit nachmachen? Ja, auch so ein Ausbildungsverein zu werden, zum Beispiel, um Geld zu schaffen. Die kaufen auch Junge, ja, das ist mir auch klar, dass sie Junge kaufen. Ja, aber diese Junge kosten jetzt zum Beispiel den Franzosen einen 16-Jährigen um 3 Millionen. Welcher österreichische Verein kann sich einen 16-Jährigen für 3 Millionen dieses Risiko einzugehen zu kaufen? Mhm. Also man? Ja. Klar ist das ein Minimalbetrag, und den verkaufst du dann für 25, wenn das wird. Wenn es aufgeht. Und wenn es nicht aufgeht, schau, wie viele Salzburg-Kicker nicht aufgehen, weißt du, jetzt in der Relation, wenn man sich jetzt die Jahre zurückschaut. Ja. Klar, die spielen dann irgendwo, ja. Plus, minus wird es dann null sein, sag ich mal. Ja, bei Salzburg wird schon ein Plusgeschäft wahrscheinlich sein dann. Weil wenn du einen um 3 Millionen, dann um 50 kaufst, hast du ja, weiß ich wie viel. Aber du musst das Risiko eingehen, und solange du das nicht kannst. Mhm. Siehst du, die Austria kämpft jetzt die letzten Jahre immer kauft wieder um jetzt die Lizenz. Ja, jetzt kämpft der ganz krass. Ja. Weil so sportlich läuft es eigentlich eh, ich sage mal, Mittelmaß. Halt nicht Abstieg, aber trotzdem die Millionen. Da frage ich mich, was machen die, Alter?
Naja, dass die so Minus haben. Für mich schon klar, dass dein Sponsorvertrag da nicht klappt hat, aber. Da wird viel hinzukommen. Fehlkäufe, der Stadionausbau. Das kostet ja alles Geld. Sie mal zum Beispiel nicht wissen, wenn so ein Derby ist jetzt, ja, was das Sicherheitskosten. Was das an Sicherheitskosten sind. Ob sich das die Vereine nicht teilen? Glaube ich nicht. Glaubst du echt, dass sich das teilen? Weiß ich nicht, aber. Das war aber eine interessante Frage auf jeden Fall. Ich meine, was natürlich sein kann, dass die Auswärtsfans für ihre Auswärtsfans aufkommt, ja, das kann natürlich durchaus möglich sein, ja. Und die Heimmannschaft für die Heim. Und das sind alles, was sie so nebenbei kosten. Dann schlechte Sponsoren. Wenn wir ehrlich sind, die Austria ist als eigentlich erste Problem, seit die Gazprom ja weg ist, oder? Oder waren schon davor verschuldet, nein, oder? Nein. Ja. Zweiter Traktor, rate, was passiert ist. Wirklich? Bist du sicher, dass du nichts irgendwas runtergeladen hast? Ich häng wieder drinnen. Das war ja unscheiße. Hast du wieder der gelbe? Nein, andere. Das ist ein andere. Jetzt bin ich da raus. Okay, jetzt bin ich da draußen. Alter. Ein bisschen schwer, würde ich sagen, oder? Aber vorhin ist es gefahren. Aber der ist vorhin eingesunken. Auch wieder. Da wird man sabotiert, oder? Oh ja. Ich habe jetzt nicht geschaut, was ich da runtergeladen habe, ich bin's ehrlich. Chuck, oder? Wie sich der eingrabt? Was ist das für eine Scheiße, Alter? Bei welchem Lied bist du eigentlich so? Vergessen. Okay, sag mal, wenn du beim nächsten bist. Warte, ich will auf dich. Sag mal, wenn du beim nächsten bist, dann warte ich wieder auf dich. Alter, der Gelbe hat sich jetzt wieder vollkommen eingraben, weißt du das? Jetzt musst du anschauen, wie tief da drin ist, Alter.
bin jetzt bei Jacke zu. Jetzt will ich zum Beispiel auch viel weiter vorne jetzt anrennen. Okay. Muss ich dann schauen. Aber das ist kurios, dass das bei zwei verschiedenen Traktoren ist. Das heißt, das ist nicht der Mod von einem Traktor quasi. Nein, dann ist sicher irgendein Mod runtergeladen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich fahre halt nicht am Feld, deswegen kann ich das nicht sagen. Das ist bei mir auch. Gut, ich muss notgedrungen. Hey! Mal kurz. Mal den Hof gerade anrichten. Mhm. Alle Fahrzeuge rüber und schon ein bisschen schlichten und dann fahre ich wieder im Wald. Ah ja. Nein. Geld machen. Ich möchte schauen, dass ich jetzt ein, zwei Weizenfelder schaffe. Was eigentlich mit dem Großnetz? Muss ich sagen, das. Das habe ich jetzt nicht geschaut. Ich würde sagen, das sind Sonnenblumen drauf. Ah, ne, warte mal, das ist 88er. Da ist nichts drauf, so wie es ausschaut. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Das habe ich für Sonnenblumen reserviert. Ah, okay. Und hier habe ich jetzt genau dieses eine Monat noch Zeit. Dass ich Weizen anbauen kann. Das heißt, ich möchte schauen, während der Drescher die Sonnenblumen aberntet, dass ich gleich mit einer Saatmaschine hinterher fahre. Mhm. Das Gute ist, dass ich nämlich mit den Seen eigentlich schneller dran bin, ein bisschen.
Ich muss aber sagen, die 2022er Playlist von mir, die ist auch softer ausgefallen als die letzte quasi. Als etwas lost von mir. Was denn? Ich dachte die ganze Zeit, was zum Sehen auffüllen ist, ist es da, ne? Ich dachte, ich tue gar nichts ansehen. Aber dann ist mir was eingefallen. Ja. Dass ich Bäume pflanzen du, was dem Helfer übergeben habe. Hoppala. Produktion schaut auch super aus noch. Produktion schaut auch noch alles super aus. Also auch keine Sorgen machen. Wie scharf es aus. Und wieder eingraben. Ah. Heute tust du aber viel cheaten. Wieso?
Du wirst dich jetzt mal wahrscheinlich mit der Hand rausholen, so. Nee, zurücksetzen durch. Ganz zurücksetzen. Das Fahrzeug. So kannst du es gar nicht rausziehen, so? Er sinkt dann komplett überall ein. So. Was? Darum bist du so zu mir, du Arschloch-Traktor. Darum bist du so zu mir. So. Jetzt haben wir ein bisschen investiert wieder. Okay. In was? Im Forstbereich. Alter. In einen Holzkram. Also. Da war die Spanngurte nicht mehr drauf. Ja, 20 Fahrer. Heute läuft's, oder? Heute läuft's echt. Heute läuft's echt. Nein. Hoppala. Hoppala, sagt er. Und wo sind wir da jetzt circa? Top 30 sind wir schon, ne? Top 30 sind wir schon. Wir sind Platz 22. Krass.
Die. Ist auch ungewöhnlich, Rap mit quasi Dialekt. Ja. Na und so, ich finde es so, es hat so leicht dieses Mallorca-Stil, weißt du? Ballermann? Ja, Ballermann, genau, das war das mal. Das war gefällt mir. Ja. Gefällt mir und gefällt mir. Bei mir sind ja Videos dabei. Das ist ja so klar, Alter. Bei mir sind schon die Nummer 20. Was ist Nummer 20? Erklär mir die lieber. Okay.
Ich bin noch bei lebenslang. Gut. Was denn? Ein kleiner Baumstamm fliegt jetzt in der Luft. So. Gut.
So. So, sagt er. Ja. Hast du mal vollgeladen? Mit was? Holz. Ah. Weil ich einen Holztransporter gekauft habe. Ah, okay. Vor dir vorbei? Ja, fahre ich sogar vor dir vorbei. Direkt vorbei? Mhm. Na, dann musst du sagen, wenn du vorbeikommst. Was dauert? Der kann nur 20. Okay. Zieh dich warm an. Berg ruft. Dein Feld würde pestiziliert werden, oder wie man immer das heißt. Bitte? Ein Unkraut wächst da. Das ist ja eh klar, oder? Oder wächst auf deinen Feldern kein Unkraut? Doch. Aber es wird gerade vernichtet. Ich mach das ein bisschen später. Okay. Und vielleicht nochmal. Gib mal irgendwas. Okay, das recht haben, ist vielleicht wirklich zu viel, weil es noch Wachstumsstufe 1. Aber das muss ja so sein. Ja, ich hatte mich im Jänner oder so irgendwann. Februar, im Frühling.
Den Drescher sehe ich schon. Ich weiß nicht, wo du bist. In der Nähe vom Drescher. Da fahre ich gerade vorbei. Da vorne. Sehr was. Sehr steppert. Wow. Ja. Da gibt es Affe. Ja, deswegen. Perfekt. Wo bist du gerade? Muss ich? Gib mir einen Grund. Okay. Sag mal, wenn du beim nächsten bist, warte ich auf dich. Mhm. Bin beim nächsten. Boah, das wird sich nicht ausgehen. 45 Minuten braucht der Drescher. Selber dreschen, ne? Schnell. Nein, ums Dreschen geht's nicht. Dann? Sondern ums hinterher ansehen. Achso. Ich weiß halt nicht, wie lange ein Tag dauert, ungefähr zeitmäßig. Achso, Blödsinn, wir haben ja erst den ersten Tag. Ja. Wir haben auf 2 Tage gestellt, glaube ich, gell? Ja. Okay, dann geht's sich's aus. Ich dachte, das war's jetzt schon. Um 0 Uhr. Dann geht's sich's aus.
Mit nach Bayern. Nein. Es regnet. Der war aber angesagt. Ja, habe ich nicht geschaut. Mit Bayern sieht uns auch keiner. Ich habe gesehen, es gibt auch eine Mod, die habe ich gesehen bei dem einen YouTuber. Mhm. Ich da mal schaue, LS. Dass Regen zum Beispiel auch das Heu dann wirklich kaputt wird. Okay. Zum Beispiel. Also es wird dann wieder zu Gras und dann muss es halt wieder trocknen, das Heu wird. Mhm. Du musst es eben wirklich liegen lassen, Gras, 2 Tage, dass du überhaupt so Heu machen kannst. Okay. Beziehungsweise, also ein Tag, so. Ein Tag oder halt einen Monat, je nachdem, was man eingestellt hat. Ein Tag muss auf jeden Fall sein. Und wenn es zum Beispiel zu nass ist, dann kann deine Sämaschine kaputt gehen. Wow. Weil es dann Erde in die Saatkammern gräbt. Mhm. Genauso wie deine Ballenpresse kann kaputt gehen, wenn du pressen tust, während es regnet. Der wird voll realistisch, also. Ja. Der spielt ja auf alles so auf Realismus. Diamant. Diamant. Was ich auf dem Hof noch brauche. Bis 21 Uhr Shiftzeit, das ist super.
schnell auf die Toilette. Mhm. Also ich mach da zum Busch hin. Genau, da die Barmerdünger. Bin ich schon wieder da, weil du mich so vermisst. Aber du warst so weg. Nach zwei Longdrinks hast du mich vergessen. Walking to the moon. Jesus, verliebt. Was so wegen dieser Kilometeranzeige jetzt? Mhm. Jetzt schaue ich das erste Mal so drauf. Ich habe jetzt genau 10 Kilometer mit dem anderen Traktor. Das kommt mir eigentlich relativ wenig vor, für das ich die ganze Zeit herumfahre. Mhm. Also da sieht man, dass die Strecken noch gar nicht so lang alles sind eigentlich. Bin gespannt, wie weit Sturm Graz schafft. Die sind gut drauf. Ja. Die haben im Moment. Was die noch reißen. Ist verliebt. Okay, das heißt, wenn man ausschaltet, dann läuft dann auch nicht im Hintergrund mit. Also wenn du die Anzeige wegdrückst. Nicht? Nein. Ich muss blutern.
Das war brutal. Also dicht im Flieger ist noch die Nummer 10. Okay. Das heißt, das geht sich heute ganz knapp nicht aus, quasi. Ja, ja, ich sitze im Flieger, dicht in einem Flieger. Dein Ziel im Sommer, oder so. Was ist eigentlich mit deinem Liverpool-Plan geworden? Ja, der ist noch in Planung. Okay. Wolltest du da nichts heuer? Ja, aber das ist halt... Bisschen kohleabhängig. Ja. Etwas viel kohleabhängig. Also. Das ist wirklich scheiß teuer, ist halt die Anreise und der Flug. Also der, das Hotel. Ja, genau. Hotel und Flug. Vor allem brauchst du das ja eigentlich auch alles genau zu dem Zeitpunkt dann. Und Tickets zu bekommen in Liverpool ist nicht so einfach. Mhm. Wahrscheinlich ja, relativ kurzfristig. So. Ja, über Fußballreisen ist das alles schon möglich, ja, aber es kostet halt dementsprechend auch. Mhm. So kurzfristig hätten wir schon ein paar Mal was gefunden, aber dann muss man das halt was gut organisieren auch dann. Mhm. Das zum Beispiel Bayern oder so ist leichter. Ja, genau. Aber was unsere neue Idee ist, aber das ist dann für später geplant, mhm. Dass wir einen London-Urlaub machen mit unserer Familie. Mhm. Dass die Frauen auch mitkommen quasi. Mhm. Und wir dann quasi diesen einen Tag an dem Wochenende rüber düsen. Ja, ich glaube Liverpool, wie weit ist denn das? 2 Stunden. Ja, es geht aber. Im Zug. Ein Anhänger dance dann fällt. Was, oder? Dancen. Dancen. Wirklich? Der bewegt sich ganz also ohne dass wir dranhängen oder so. Echt? Ja. Wo? Welt 75, 78. Bei 78 habe ich gar nichts. Steinfeld. 70 ist Anfang, ja. Da habe ich gar nicht stehen. Was hast du gar nicht stehen? Da fehlt 78, habe ich nicht stehen. Mein Anhänger tanzt. Achso, dein Anhänger, ich habe gedacht, meiner. Ja, genau, Bruder. Solange am Feld stehen bleibt. Dicht oder? Im Flieger, ja. Dicht am Feld, ne? Na wirklich, der ist dicht am Feld, Alter. Schau dir das mal weg, wenn er so weiter tanzt. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Bleibst du eh da, Schnucki? Ja, komm wieder zurück ins Feld. Genau. Weiter, pack ich nichts. So, wo ich mich jetzt wieder frage. Deutschland. Hast du von Toni Kroos gehört? Dass er wieder spielt, ja. Im Nationalteam. Ja. Das erste Gute, was der Nagelsmann gemacht hat in der Phase als Trainer. Mhm. Ich sagte, der ist auch nach der EM weg wieder. Da. Glaubst? Ja. Ich weiß nicht. Ich mag keinen guten Trainer. Also kein Weltklasse-Trainer, sagen wir so.
Hast du gehört, dass unser Nationaltrainer abwerben wollen? Irgendwie will ihn abwerben. Barcelona. Ja, genau, Barcelona. Wie gesagt, können sie nicht haben, solange auch Österreich-Trainer bleibt. Doppelfunktion. So wie der Dings-Trainer jetzt, der Napoli. Moment, aber ist der falsche. Fahren. Du Taxi. Du Taxi. Der ist so geil, Alter. Wer? Der Anhänger. Warte, jetzt muss ich kommen. Ich hab jetzt zwar nicht ordentlich gepresst, wir können auf diesen scheiß Anhänger schauen, weil es so finster ist. Und ich manchmal vergisst, dass ich nicht drüber fahren darf. Denst du noch? Ich denke. Bin gerade oben. Am Feld. Stepper, da ist dann auch noch einer. Ja, noch denst du. Ja, ich muss aber aufhören, weil gleich brauche ich ihn. Der bewegt sich, ja? Ja, ganze Zeit schon. Da unten. Sorry. Oder wo willst du hin? Ich verfolge dich nur. Achso. So. So, Herr Anhänger. Komm. Hänge ich in den jetzt an, weil sich die ganze Zeit bewegt? Das ist die Frage. Oh, das Scheiße, ich kann mich schon wieder eingraben. Ich habe die ganze Wiese jetzt gepresst. Ich habe mich nicht einmal eingraben. Ah, geht's noch raus zum Feld? Da. Oh, schau, das sinkt doch neben den Weg ein. Das sinkt überall ein. Scheiße, Alter. Na gut, wir werden aber schon langsam Schluss machen, ehrlich gesagt. Das heißt, wenn du ready bist und sagst, dann speichere ich noch. Ja, geht schon.
So Leute, das war's jetzt endgültig für heute. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Ciao und Baba.